So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Zum Clevering Boulevard wollen wir nicht, doch müssen wir eigentlich. Wir sind hier fertig, soweit. Ging's noch ein Stockwerk nach oben, gucke ich nochmal ganz fix. Ne, höchstes Stockwerk, gibt hier nichts mehr, also raus hier. Und dann gehen wir endlich in die Golden Cat rein. Oh, da unten sind wieder Wachen. Ach was, okay. Hier bin ich jetzt wieder. Ah, okay. Mit Mausrad scrollen geht also auch. Da. So. Ich habe eigentlich einen Plan. Dass, wenn die da langlaufen, ich die in die Luft jage. Es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen noch keine Details. Ich könnte den jetzt natürlich killen. Wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin gefasst habe? Mich? Das reicht noch schön weiter. Oh, schade. Ich dachte... Och Mann, das ist gerade hier ein bisschen scheiße, finde ich. Ja, so sieht's aus. Gilt das auch, wenn die mich nicht gesehen haben und ich mit der Armbrust auf die schieße und wird das hier mich verwunden? Ja. Ich denke ja. Machen wir das doch anders. Okay. Hier wären wir. Würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Ach, jetzt muss ich zurück zu dem am Arsch. Ganz ehrlich, ich nehme den Haupteingang und gut ist hier einfach. Jetzt habe ich wenigstens noch mal kurz das eine Gebäude dort gezeigt. Ist doch auch was Schönes. So hoch komme ich nicht. So hoch komme ich wohl nicht. Na, warum kann ich da jetzt nicht dran hochklettern? Ach, das ist doch scheiße. Okay, auch nicht schlecht. Bisschen nervig, aber ist gut. So. Ab in die Golden Cat. Nächste Mission jetzt mal beginne ich. Geil. Ich bin viel zu leicht abgelenkt. Spiel auf deine Art. Verschiedene Optionen. Die Umgebung, durch die du dich gleich bewegst, hält verschiedene Wege bereit, die unterschiedliche Herangehensweisen an deine Mission ermöglichen. Halte Ausschau nach Vorsprüngen, Rattentunneln, Wasserpassagen und Verstecken. Zack. Räusper. Alter Schwede, da oben ist eine Rune drin. Och man, geht doch. Schon sind wir hier oben drin.
Was uns leider nichts bringt. Tja. Komme ich denn von hier oben irgendwie noch einen weiter hoch? Da oben muss ich rein. Okay. Oh, verdammt. Der ist doch fast verkackt. Willst du mit mir spielen? Ja, das ist doch, glaube ich, eher ein Puff. Stimmt schon. So, Rune, Rune, Rune. Da oben will ich rein. Genau, da war ja was. Was? Ich bin nicht hier. Schlaf schön. Okay, da sind gerade zwei. Ich sag, wir statten ihnen einen Besuch ab. Es gibt keine Beweise. Die Ratten sind Beweis genug. Sind immer noch nur Ratten. Nur Ratten? Die nagen einen Körper in Sekunden bis auf die Knochen ab. Die kommen vom Kontinent. Ich habe einen Cousin, einen Händler. Er hat dort... Solche und Moment. Puh, haben die mich entdeckt. Alter, scheiß Spasti. Wachen zu mir. Nimm das. Und tschüss. Ja, gut. Scheiße, Mann. Ja, gut, ich habe mich schon wieder durchgemetzelt. Immer dieselbe Scheiße hier. Da komme ich nicht hoch irgendwie. Okay. So. Ah, okay. Da hätte ich irgendwie wohl doch hochgekonnt. Eine weitere Rune haben wir. Und können wir uns damit überhaupt schon was leisten? Jawohl. Zeit verlangsamen könnte ich mir holen. Verbesserte Nachsicht. Beweglichkeit. Sprunghöhe erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Zeit verlangsamen wäre natürlich auch richtig fett. Nachtsicht. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Macht selbst verursachte Geräusche sichtbar. Macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch sichtbar. Ach komm, hier Nachtsicht upgraden, das nutze ich eh recht häufig. Habe ich das schon mal auf Stufe 2. Ja, klasse. So, dann benutzen wir doch gleich mal Nachtsicht. Na, geht's dir nicht gut? So. Nein! Bitte helft mir! Ach, komm schon. Zack. Was? Was? Ich hab nichts gemacht. Alter, wie viele sind denn da schon wieder? Ich werde dich zu den Waffen. Oh, klasse. Ja, ja, ist ja gut. Kann man die nicht irgendwie ausrauben? Anfassen. So, wo war denn
Knochenartefakt, Rune, Rune sind alle im Gebäude drin. Mist! Oh, verdammt. Allein schon! Fuck, Mann! Verreck doch einfach! Ja, ich habe gerade einen Aristokraten bestohlen, deswegen hatte der auch so viel Kohle bei sich wahrscheinlich. Tja, okay, der Haupteingang ist jetzt frei. So viel zu reinschleichen. Alter, das wird bei mir nie klappen, habe ich so das Gefühl irgendwie. Njam, njam, njam. Haben wir schon mal den Generalschlüssel. Wo ist Morgan? Mit Geschoss. Im Elfenbeinzimmer. Wo er immer ist. Sie sind Zwillinge. Cool. Kannst du sie so auseinanderhalten? So mache ich das. Die Mädchen haben wohl andere Methoden. Ja, davon will ich nichts hören. Ich auch nicht. Oh, scheiße. Alter, wie ich hier einfach nur alles umbringe. Alter Schwede. Scheiße, Mann. Dass das nie mal hier so laufen kann, wie ich mir das vorstelle, ne? Immer muss ich hier alles abmetzeln. Ist sie tot? Ne, bewusstlos. Aristokrat auch. Kann's nicht noch mehr tragen. Aber ich muss dringend vorsichtiger sein. Am liebsten würde ich das jetzt schon wieder neu starten. Aber... ja, da müsste ich wieder so weit vorne anfangen. Wobei, beim Eingang an sich, ne? Ah, nee. Ich guck mal eben ganz kurz. Hier, wo war das da? Inventar. Ich habe noch 6 Elixiere. Reicht an sich noch. Glühpaste, eine pyrotechnische Substanz, die sich unter starker Lichtabgabe für kurze Zeit entzündet. Piero kann sie dazu verwenden, um Armbrustbolzen zu verbessern. Geil. Das Herz. Alter, wie ich hier ehrlich die einfach nur alle abmetzeln muss, weil die mich entdecken. Scheiße, Mann, das pisst mich wirklich an. Aber gut. Na, schlafen wir eine Runde? Ach, der schläft sowieso gut. Nachtsicht. Oh, cool. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen, Mann? Nein, nicht mit mir. So, und tschüss. Hm. So, was ist hier? Oh, cool, da ist schon das erste Ziel. Was wollten Sie gerade sagen, Morgan? Also stand die Abstimmung 43 zu 41 gegen uns. Aber die Gesetze sagen, dass... Die provisorischen Gesetze des Lordregenten? Ganz genau.
Sie besagen, dass die Konservativen drei zusätzliche Stimmen erhalten. Aber nicht im Monat des Holzes. Ach wirklich? Woher weißt du denn so etwas? Denken Sie, ich sei als Kurtisane geboren worden, Lord Pendleton? Ich war eine Schreiberin bei Lord Estermont. Früher. Was ist dem alten Estermont zugestoßen? Die Ratten waren's. Ein alter Abwasserkanal unter seinem Parlamentsbüro. Eines Tages gab es eine Überschwemmung und die Ratten kamen. Die anderen Lords schlossen ihn ein, um sich selbst zu retten. Bam! Schlaf eine Runde. Gut. Keine Musik. Musik aus. Gut, einen hätten wir. Bleibt nur noch einer, ne? Da ist eine Rune. Die sind alle dort drüben. Alter, schon wieder hier! Zack, einmal den Schädel hier schön durchspalten. Ma! 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 Oh, scheiße, ey. Nur wegen so einem kleinen Spacko hier. Alles klar. Gut, die Folge ist auch vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!